Halbe Stunde. Neudorf, Leck. Ich würde gerne mal eine Strecke nach Königslutter noch runterbauen. Ja, dann bauen wir mal eine nach runter. Stoppen. Bahnhof, Personenbahnhof, Wiener Stadtbahnhof, Nüstdorfen. Nee, passt da nicht so ganz hin. Dresden Hauptbahnhof auch nicht. Ganz normalen Bahnhof, stinkt normaler Bahnhof. Schmalspurbahnhof wollen wir auch nicht. Dresden Neustadt, nö. Bahnhof Bockstadt. Den nehmen wir gleich, denke 240. Wir nehmen mal vier Gleise. Schließen ihn da an. Ja. Was hältst du davon? Das können wir machen. Bevor wir weitermachen. Wir hatten doch... Ich glaube, Mühle haben wir noch keine Busverbindung gemacht. Ne? Kann das sein? Das sollten wir vielleicht mal machen. Auf jeden Fall, denn die sitzen da und warten verzweifelt, dass wir mal winken können. Bus. Personenbahnhof. Busbahnhof mit zwei Terminals. Genau, das bauen wir hier mal hin. Ein Gebäude wird entfernt. Krümmung zu groß. Pech gehabt. So. Ne? Dann bauen wir jetzt noch ein paar kleine Haltestellen. Ja, sowas hier so hin. Fahren wir irgendwo hier hinten lang. Nicht dafür. Fahren wir da lang. Fahren wir da lang. Da lang. Fahren wir nochmal hier lang, oder? Ja. So. Neue Linie. Wie gesagt, es gibt noch Städtenamen zu vergeben. Bus. Klaubmühle war das, ne? Okay, Hammer. Bus Klaubmühle in grün. Ja, ist gut. Wir fahren von da, 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 da. Ups, wir haben zwei hier oben. Das ist aber doof. Abbruch. Die ist aber hier verkehrt gesetzt. Die gehört dahin. Ne? Dann fahren wir dahin. Fahren wir dahin. Dahin. Dann fahren wir hier so wie der zurück, würde ich sagen. Ne? Ja. Ob man das machen muss, ich weiß es nicht. Wir machen das einfach. Jetzt brauchen wir noch ein Depot hier, ne? Ein Depot. So. Straßenfahrzeuge kaufen. Passagier. Aber nehmen. 1, 2, 3, 4. 4 müssen reichen. Ja. Linie zuweisen. Bus, Klaubmühle. Sollte funktionieren. Ja, das hoffe ich doch wohl. Da kommen sie raus. Wunderbar. Okay. Bus, Klaubmühle haben wir gemacht.
Hier ist Schöning. Was hat Schöning hier zu bieten? Schöning hat hier Kohle. Königs Luther. Dann gehen wir für Königs Luther, gehen wir dann. Und hier so weiter. Dann da so nach Eimsen hin, ne? Ja. Eimsen müssen wir schon einen größeren Bahnhof vielleicht bauen, ne? Ja, das können wir machen. Den bauen wir auch gleich mal. Da kommt der Nebenbahnhof. 5. Fünf Gleise, das ist gut. Den setzen wir da dran. Bevor wir dann nachdenken, bauen wir auch gleich einen Güterbahnhof hin. Mit 4 Gleisen. Den drehen wir. Ist doof. Jetzt müssen wir hier erstmal Terrain angleichen, würde ich sagen. Oh, da hat er so tief reingesetzt. Ach du Sch Oh, jetzt ist er bald im Loch. Ja. Das ist jetzt nicht so schön. Wo war jetzt der Terrain-Angleicher hier? Wo war denn der? Weißt du das noch? Warum weißt du das denn nicht? Strommasten gibt es. Brauchen wir Strommasten? Kann man hier irgendwo mal auch mal welche hinpacken? Landschaftsgestalter. Top. Wir haben überlegen, wo das wieder drin war. Das sind die Spielplätze. Okay, die haben wir gefunden. Felsen brauchen wir auch nicht. Nein. Fragezeichen, da. Geht das nicht? Ich will doch nur das Ganze hier so ein bisschen niedriger haben. Bin ich zu doof dazu, ne? 200 Meter, mal 200 Meter, okay, nee. Niedriger. Lower. Toll. Was ist das denn? Ich will das Ganze hier niedriger haben. Müssen wir vielleicht mal anders lösen. Okay. Gleise, ne? Ja. Geschwindigkeit 30. Wir fahren mit 30 hier auch raus. Ebenerdig. Richtig? Ist vielleicht Steigung. Okay. Nee. Das ist im Weg. So, können wir jetzt das Ganze so ein bisschen hier angleichen? Terrain-Leveln. Höher.
will es auch nicht höher haben, ich will es niedriger haben. Das macht er nicht. Käse. Warum eigentlich nicht? Sloop. Was denn jetzt? Das ist doch doof. Ja, also das ist ja richtig in der Kugel drin. Ja, aber das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir hin, mein Schatz. Nein, das will ich nicht, ja. Schon weg. Das ist halt die Puzzlearbeit. Die sogenannte Fleißarbeit. Ein bisschen Physikus-Arbeit. Wenn wir jetzt an das Gleis jetzt vielleicht den Güterbahnhof rankriegen würden. Vier Gleisen. Ja, ich glaube, da musst du einebnen. Sonst funzt das nicht. Könnte zu hoch sein, ne? Ja, das ist definitiv so. Sieht ein Blinder im Stock. Das hier aber irgendwie so nicht hin damit, das ist doof. Wir probieren es mal so, ne? Ja, halt da. Das wollte ich mal hinsetzen, ne? Ja. Und geht das nicht? So. Geht dafür irgendwie nicht. Ach man. Jetzt machen wir hier ganze Gelände hier verunstalten wir jetzt hier. Ja, wollen wir uns ja eh merklich ein bisschen haben, ne? Na, ich kriege das jetzt auch irgendwie auch nicht so hin mit dem Dingbums. Mit dem. Einmal geklickt. Abriss weg. Achso, wenn ihr einem Gleis kommt, meckert er da. Okay. Das Gleis wird er da nicht haben. Das Gleis will er hier nicht haben. Das ist ihm hier im Weg. Weißt du? Nee. Kollision gleich. So geht er. Ja, siehst du. Gut. Ich kann ja trotzdem lassen, das Gleis da. Jetzt müssen wir einfach alles hier wieder ein bisschen. Einebnen. So ein bisschen. Diese Krater erstmal da rausmachen. Bisschen schön machen hier, ne?
Und Gleiskreuz muss auch wieder in die Mitte irgendwo rein. Ja, da noch nicht. Hier machen wir kein Gleiskreuz rein. Aber diese Lampen, diese weichen Lampen, müssen wir vielleicht auch da rein. Das sind keine weichen Lampen, das sind gleich Sperrsignale. Ja, die müssten aber auf jeden Fall rein. Geht's noch nicht, okay. So viel hier mal hier schön gerade machen hier, ne? Da oben kannst du auch noch mal lang fegen, ne? Genau. Und jetzt probierst du es noch mal. Jetzt fahren wir erstmal mit 50 hier raus, würde ich sagen, ne? Mhm. Und wo kommen wir überhaupt? Da geht es nach Höxter, ne? Genau. Ja. Eben ehrlich bitte. Weil das nämlich schöner ist, ne? Mhm. Dann kommen wir einfach von so. Kommen wir hier so darüber, würde ich sagen, ne? Ja. Jetzt machen wir so. Habt ihr die Masten richtig gesetzt? Kurz mal ausmachen. Also hier so blöde gesetzt, aber gut. Okay, müssen wir jetzt mit leben. Heißt, hier können wir dann eine kleine Lok draufstellen oder sowas, ne? Mhm. 30. Hier müssen wir wieder ein bisschen Terraforming machen. Terraforming machen. Genau. So. Escape. Das werden wir heute eh nicht fertig kriegen. Nein, dafür aber das nächste Mal wieder mal wieder Eisenbahnspielchen machen. So, wo ist jetzt König Luther? Uff. Da. Da ist König Luther. Das heißt, wir wären jetzt hier. So langsam. 60 eine kleine Kurve beschreiben. Die eben ehrlich geht. Würde ich sagen, ne? Ja. Dann beschleunigen wir hier auf 70. Gehen hier jetzt ein bisschen hoch. Ne? Mhm. Von hier auf dem Damm. Bin ich dafür? Mhm. Hier haben wir jetzt eine schöne Brücke drüber, genau. Könnte zu hoch sein, aber ist egal. Hier 120. Ebenerdig. Und wir wollen. Genau, so eine Steinbrücke liegt auf. Die ist auch schön. So, ne? Mhm. Hier können wir dann die Straße so weiter bauen. Wir werden natürlich nicht erfreut sein. Aber hilft ja nichts, ne? Nein. Da müssen sie durch. So. König Luther, willkommen. Wie groß ist denn König Luther der Bahnhof? Drei Gleise, ne? Vier haben wir.
4. Ach, hier haben wir noch gar nicht weitergebaut. Wir schlompern schon wieder, Schuki. Wir machen jetzt erstmal den Lückenschluss nach Braunschweig. Und wo kommen die Gleise denn? Kommen da so, kann man hier so rumschwenken und hier dann so reinfahren. Das ist schön. Das freut mich. So. Nein. Bahnhofsvorfeld. Soll ordentlich sein, auf gleicher Höhe. Ja. Darum mache ich das Ganze, weißt du? Können wir die hier nicht wieder rausnehmen? 30. Bisschen lang für 50, aber ist ja egal. Ja, wir gehen hier so auf 50 drauf. Mit der E-Weichen. Mit der Oberleitung aus. Ja, kann man so lassen. Sieht gut aus, ne? Mhm. So, kann man dieses kleine Gleisstück hier abbauen. Bauen wir auch mal. Ist auch so. Hier bauen wir dann mit 70. Wir fahren weiter ebenerdig. Wird keine schnelle Strecke werden irgendwie. Da müssen ja nicht alle schnell sein. Nein. Kommen wir irgendwo wieder raus? Da kommen wir raus. Das geht doch. Das können wir doch so bauen, ne? Mhm. Hätten ja auch eine Passstrecke bauen können. Wenn es danach geht. Weißt du das? Mhm. Gleich ganz wild hier aussieht, ne, oder? Jo. Geht's nach Braunschweig hier rein. Wir sind ja bei 50. Gehen hier weiter mit 70 und zwar so lang. Müssen wir die Straße wieder abreißen. Da werden wir bestimmt gleich wieder meckern wollen, wetten? Da kannst du ausgehen. Das machen wir so. Machen wir so. Ne? Mhm. Und verbinden das Ganze. Richtig.
So kommen wir auch auf einen grünen Zweig. Wir bin mit 110. Das denn hier? Nehme ich denn hier für Scheiß an? Warum macht er das nicht schon hin? War auch nicht möglich. Echt jetzt? War auch nicht möglich, warum das denn? Ist das hier nicht möglich mit dem Bau? Jetzt geht's. Ist das merkwürdig, ne? Ja. In der Mitte sind hier die Güterfahrtgleise, ne? So, wir müssen die Straße durchverbinden, dann können wir wieder meckern, ne? Die Pflasterlandstraße. Kommt ein Autosave. Mal das Ganze hier so. Sieht ein bisschen scheiße aus, ne? Ja, ganz schön guter Schlenker drin. Entschuldigung für den Ausdruck. So, mach mal so. Na siehst du, jetzt kommst du der Sache schon näher. Sieht doch besser aus, ne? Auf jeden Fall. Noch ein bisschen einebnen. So. Hier verbinden wir die Straße jetzt auch noch. Das geht dann da so drauf. Diese Straße. Geht nicht? Warum nicht? War nicht möglich? Interessant, warum ist das war nicht möglich? Da braucht mir einen Anstrich. Geht hier durch eine Eisenbahnstrecke lang? Was hältst du davon? Ja. Mach nicht zu dicht an der Eisenbahnstrecke. Warum denn nicht? Ist da rein. Das hellste. Hier haben wir Signale aufgestellt. Dann setzen wir hier gleich mal Signale hin, würde ich sagen, für die Strecke. Was hältst du davon? Ja. Oh, unsere Zeit ist ja auch gleich schon um. Müssen wir noch eine Abschlussfahrt machen. Und was willst du jetzt eine Abschlussfahrt machen? Wir haben doch gar keine Zugstrecke gerade, wo du eine Abschlussfahrt machen könntest. Nochmal ein Einfahrtssignal. Das stellen wir hier hin. Und ein Ausfahrtssignal. Die stellen wir hier hin. Hältst du davon? Ja. Ist ja mal richtig hier im tiefen Mulde hier drin, kann das sein. Vorher ebnen so das Gelände, oder? Ja. Naja, so. Wo kommen wir jetzt mal zur Strecke? Von da kommen wir.
Schön 120. Das heißt, wir können hier schon mal auf. Hundertvierzig auf dem Damm, ne? Ja. Ganz schön hoch der Damm, aber ist ja egal. 140. Schneiden wir hier so durch. Und sind wir jetzt hier wieder so tief, weil es so bergig ist, ne? Fahren wir nur mit 140 oder fahren wir nur mit 140? So, jetzt müssen wir hinten kurz mal die Straßen wieder abreißen. Gibt's gleich garantiert wieder Mecker. Du willst aber schon mit dem Zug fahren? Wenn das geht, wenn es sich ergibt. Aber nur wenn es sich ergibt, Ja, sonst nicht. machen wir. Überziehen wir ein bisschen die Folge, dann geht das. Wieder raus die beiden Gleise, die braucht man nicht, ne? Machen wir so, ne? Warum kommen wir hier nicht rein? Gibt es hier einen Hinderungsgrund, wo wir von so nicht da reinkommen? Ist doch ätzend. Warum geht denn das nicht, Schoki? Das weiß ich nicht. Ach, das weißt du nicht. Du, ich bin auch kein Hellseher. Ich weiß zwar vieles, aber alles auch nicht. Wie, du bist ein Hellgucker? Ja, das fehlt aber noch. Gott sei Dank mal nicht. Sei froh, dass du es nicht bist. Du willst ja Leben hier nicht mehr froh werden. Komm da doch rein, so. Bin ich da reingekommen? Na, siehst du. Nun, der kommt doch auch schon. Wieder mit den Masten aus? Ja, geht so. Geschwindigkeit. So, jetzt sind wir hier draußen bei 50, dann können wir jetzt natürlich das Speed geben, ne? 100 kann er doch auch fahren. Ja. Durch den Stadtbereich hier noch. So. Na, jetzt muss aber kein rollendes Verkehrshindernis mehr sein. So, auf 100. 100, 110. Geht hier ein Schnitt rein. So. So, haben wir auch gemacht, ne?
anstellt hier. Kann man verpflanzen später. So, wenn wir die Straße noch in Ordnung kriegen. Nicht wahr? Ja. Gibt es hier wieder Mecker? Steigung zu groß. Signal noch setzen? Ja, würde ich dir empfehlen. Das ist aber ein schöner Bahnhof hier. Der gefällt mir, der hat irgendwie was. Wir fangen gleich an zu bauen. Gerade mal einen Gleisanschluss gekriegt. Gerade einen Gleisanschluss gekriegt und schon fangen wir an zu bauen. Ausfahrtssignal. Das ist da. Kleinsignal willst du ja auch wieder haben, ne? Ja. So. Hier haben wir schon Signale, aber die kleinen noch nicht. Konnte das nur passieren? Brauchen wir jetzt noch ein paar Streckensignale, ne? Mhm. Das sind die ganzen Signale noch in der Schluss für heute, ja, ne? Ja, das denke ich mal auch, sonst wird die Folge zu lang. Muss ich nur das Streckensignal finden. Guck mal, das hier. Aber hier hatten wir, glaube ich, schon gesetzt. Genau, hier haben wir schon gesetzt. Das ist doch schön. Das haben wir schon gesetzt. Soll ich es nach hier unten runtersetzen, ne? Nur mal Einfahrtssignal. Das kommt dahin. Die Streckensignale. So. Auch noch so ein großer Bär hier, ey. Das gibt's ja gar nicht. Und dann setzen wir das Einfahrtssignal. Setzen wir mal. Dahin. Ne? Ausfahrtssignale setzen wir hier auch gleich wieder ordentlich hin. Ja, hier haben wir erst diese beiden. In der Güterzugstrecke müssen wir mal gucken, wo wir die hinten dann drauf kriegen. Dann haben wir das auch schon mal wieder. Haben wir was vergessen? Hier kommt dann noch der Güterbahnhof hin. Hier so daneben hin, weißt du? Wenn wir vorher alles wieder ebnen sollen. Ja. Zu doof. Wir bauen hier aber gleich zur Sicherheit, bevor es irgendwann hier zugebaut wird. Wir bauen hier gleich so ein Depot mal hin, hier irgendwo, wo es reinpasst. Mal hier. Ne? Ja. Und hier oben bauen wir gleich mal eine Bushaltestelle hin, würde ich sagen. Ne? Gibt ja tolle Sachen hier, meine Güte. Busbahnhof mit 10 Steigen. Alte Buch mit Tram halt. Okay. Ne, wir machen das Übliche hier wieder, würde ich sagen. Ne? Ja. Zwei Terminals. Da so hin. Jo.
Könntest du da gar keinen Güterbahnhof, dass wir das mit LKWs bringen? Kann man machen. Müssen ja nicht alle einen Güterbahnhof kriegen. Können wir auch. Ja. Du wolltest jetzt nochmal mit dem Zug nochmal fahren? Ich glaube, das wird zu lange. Dann sagen wir bald die nächste Folge. Dann haben wir noch eine Folge. So lange fährt der Zug hier nicht. Wo fährt der denn? Fährt der rein? Der fährt raus hier. Mit dem kommen wir mit dem neuen hier. Ja, können wir da nochmal zum Abschluss mal mitfahren? Fahren wir den zum Abschluss mal mit nach Karlsruhe. Der Braunschweig wird mächtig gebaut. Oh, das ist ein Knick hier im Bahnübergang. Guck mal. Ach du Käse, hier sieht das doof aus. Ja, ist egal. Was hier da oben drüber fährt, der Güterzug. Klasse. Hat noch Wasser. Hm? Ja, 63 nur. Okay, langsam gibt er Gas. Das ist schön. Das ist super. Nach Karlsruhe und da wird schon alle auf dem Boot. Wir sind schon in Karlsruhe, sind wir schon gleich da. Eine kurze Fahrt. So, da sind wir da. Ein ganz geringfügig überzogen die Folge, ja, okay. Und dann schwenkt er über die Brücke. Gucken. Freie Fahrt. Sieht gut aus. Hier ist viel LKW-Verkehr. Hier was los hier auf der Straße. Die schöne Ford 200 kommt da. Schön. Jetzt mal unser Gegenzug. Den Silberling. Ach, der Schütze Oberleitung noch. Oh, weia. So, jetzt kommen wir in den Bahnhof hier rein. Da war eine ganze Menge Leute. So, einmal drehen wir uns hier. Jetzt ist ja richtig was los hier. Sieht doch keine Kuhhaut. Was hatten sie hier reingebaut? Da halt so dermaßen aufpassen hier. Im Schönbau. Müssen wir mit leben halt. Ja. Ja. Bringt ihr hier schon was mit? Packt er was ein? Gucken wir mal, ne? Jeder packt nichts ein, ey. Was fährt der denn mitten auf der Straße? Wieso der Kreuz? Da fährt man ins Industriegebiet. Okay, er lädt schon mal ein. Siehst du? Zack, 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 zack.
Im 49 Meter reicht ein Zug. Ja, das denke ich auch. Hat sich für dir was getan hier, ne? Okay, liebe Freunde, das soll es gewesen sein. Die Schokodieme, Tempo 67 sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wünschen noch eine gute Nacht und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.